Aber ich glaube, dazu müssen wir noch mal ganz zum Anfang. Und um ganz zum Anfang zu gelangen, müssen wir übrigens noch mal. Naja, ihr werdet es ja sehen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich hoffe es einfach mal, denn wir haben hier noch ein paar Leute zu sehen. So. Keine Ahnung, was die aushalten. Aua, aua, aua. Der Kampf fair ist, wage ich zu bezweifeln. Oh. Das ist interessant, auf jeden Fall. Interessant, das ist verdammt unfair. Alter, ernsthaft? Ist das euer Ernst hier gerade? Einer. Wollen wir nicht den zweiten auch noch irgendwie. Auf jeden Fall ist der Kampf jetzt ein bisschen schwieriger als das davor. Boah, das war gemein. Der hat uns vergiftet. Das hat uns vergiftet. Mann. Der das denn überhaupt? Komm, wir haben es gerade gegen zwei geschafft. Wieso macht mir einer gerade schon mir so viel Probleme? Was ist los mit mir? So. Wir drehen uns immer ein bisschen. Also, ey. Hallo! Sag mal! Okay. Okay, du Pisser. Es reicht. Es reicht eindeutig. Sag mal, was ist denn das hier gerade? Ordentlich Schaden reingedrückt. Mist. Ist am Kopf gekratzt. Jetzt bist du auch endlich tot, ey. Ist ja wohl ein Witz hier, ey. Wofür haben wir das jetzt gemacht? Für nichts. Das ist ja schön. So macht das doch Spaß, das Spiel. Für nichts und wieder nichts fast draufgehen. Und uns ganz viele Nerven kosten. Nur damit wir hier zum Anfang können, um zu sehen, dass hier nichts ist. Interessant. Äußerst interessant. Muss ich dazu irgendwas sagen? Die sind jetzt garantiert auch schon wieder da. Ich schätze mal, die können irgendwas droppen oder so. Dass man denn da sich, aber das, sowas würde ich glaube ich nicht machen. Hier wollen wir dann. Wir wollen uns unsere 20 komischen Feuer. Ich glaube ich höre jetzt auch erstmal auf zu Let's Playen. Ich bin ein bisschen fertig gerade. Ich kann euch bloß noch mal kurz zeigen, wo wir als nächstes hin möchten. Und zwar möchten wir zur Tochter. Das ist Chaos. Und wenn wir dort waren, möchten wir nach unten. Denn
Im Unten ist gut munken. Oder so. Okay. Also, wir wollen nach dort unten. Irgendwie. Aber da ist ja die große Frage, wie stellen wir das an? Das ist so mein kleines Problem. Ich für meinen Teil würde ja fast sagen, dass wir ihnchen da hinten nochmal kurz ein bisschen bearbeiten. Jedenfalls es versuchen. Oder kläglich daran scheitern. Oder was auch immer das jetzt ist. Also, das ist ein bisschen schwierig gerade. Ich habe nämlich ehrlich gesagt wirklich gar keine Ahnung, wie ich da runterkommen könnte, sollte, würde, dürfte. Und kann ich da vielleicht irgendwie draufhauen? Ne, that bringt nichts. Wir gucken einfach mal nach hier. Versuch's mit Köder. Scheiße. Ich weiß bloß eins, dass wenn wir da jetzt durchgehen, dass wir ganz schnell dahin wollen. Ganz, ganz nach hinten. Denn wenn er sehr weit weg ist, dann hat er so ein winzig kleines Problem mit genannten Feuerstrahlen. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt? Kann ich euch aber auch nicht gerade von beruhigen. Okay. Ersten Angriff haben wir eigentlich ganz gut bestanden. Und jetzt müssen wir bloß irgendwie an diesen Pisser ran. Kann also durch Wände schießen. Das ist interessant zu sehen. Äußerst interessant, das zu sehen. Dass wir ihn jetzt mal ein bisschen was abziehen können. Und so schwer ist er jetzt gar nicht. Ich nehme dann doch wieder gerne den anderen Mist. Nee, den anderen Mist, bitte. Scheiße. Okay. Ich nehme genau den, nehme ich. Da können wir wenigstens nochmal ein bisschen ausweichen. Beziehungsweise ablocken das meiste von dem Schaden. Das ist ja immer ganz in Ordnung. Ja. Scheiße. Das war wieder mal richtig beschissen von mir. Sogar ordentlich. Ganz angenehm, der Kampf bisher. Ich weiß gar nicht, warum ich es immer noch versuche. Keine Ahnung, du. Keine Ahnung, Leute. Ich muss ihn nur einfach nur einmal kurz hauen. So das Einzige, was ich machen muss. Ich bin übrigens äußerst froh, dass wir so viel Feuerresi bekommen haben. Das macht den Kampf enorm leichter. Ich meine, ihr habt ja vielleicht noch mitbekommen vom letzten Mal so. Ja? Wisst ihr das noch? Also, das war so ein kleiner One-Hit. Würde ich mal sagen. So, war's das?
Ein Hieb noch. Dann ist der liebe Herr auch Geschichte. Sollte jetzt nicht so schwierig sein. Außer er macht jetzt noch irgendwas Unerwartetes. Aber nö, dem ist nicht so. Wir haben ihn mal eiskalt zerstört, würde ich mal meinen. Ihr habt gesiegt! Ja, Lavastrom-Dämon ist besiegt worden von... Wir mussten es machen. Okay, gut. Sehr gut. Schön. Gut, damit hätten wir dann höchstwahrscheinlich auch den Weg geebnet zum neuen Gebiet. Ja, schön. Also ich freue mich, 20.000 Seelen. Anscheinend haben sie den doch nicht so stark eingeschätzt, wie ich. Anscheinend. Ich glaube, den hätten wir auch damals schon irgendwie besiegen können. Aber wir wollen ja nicht allzu tollkühn sein, ne? Dementsprechend gehe ich jetzt nochmal kurz zurück. Lass mich mal ganz kurz heilen. Und verballer vor allen Dingen erstmal meine 50.000 Seelen. Denn ihr wisst ja, so Abgründe sind immer sehr gerne gesehen bei mir. Sind äußerst gute Freunde von mir. Sie mögen mich äußerst gerne. Ich mag sie auch sehr. Und dementsprechend sehen wir uns gleich. Oh Gott, ich wollte gerade den... Ich habe gerade im Dunkel den F9-Knopf gesucht. Und er wäre auch fast schon wieder runtergeflogen. Bis gleich. Ich sage ja Abgründe, Abgründe. Schrecklich. Und so tun sich neue Wege auf. Wir werden verfolgt von zwei unglaublich starken Gegnern. Vor uns die tosende Flut des Magmas. Wir müssen. Zum Glück sind diese Gegner nicht schnell, aber sie können uns mit einem Hieb ungefähr 1% unseres Lebens abziehen. Diese unglaubliche Summe ermüdet mich. nein. Wir wollen nach dort hinten zu diesen netten, nett aussehenden Herren. Irgendwie kommen die mir bekannt vor. Ich bin sehr gespannt, was diese Wesen können. Na, Kumpel. Ja. Gut. Ja. Okay. Du warst jetzt irgendwie nicht doll. Gut. Ich denke mal, wenn zwei kommen, wird es schwieriger. Das wird bestimmt nicht enden, wenn ich denn zwei habe. Das war eine schwache Attacke. Also. Oh, du warst stärker. Doch, Kumpel, also die solltest du denn vielleicht doch nicht so oft machen bei mir. Würde ich ganz knorke finden von dir. Aber ja. Weil so. Pff, ich würde sagen, wir isolieren die mal ein bisschen. Jetzt ist es vorgekommen. Jetzt könnte die Kacke ein bisschen am Dampfen sein. Zur Kenntnis genommen, dass ihr so etwas könnt. Eindeutig zur Kenntnis genommen. Man sollte natürlich immer aufpassen, dass die ein... Ja, das ist übrigens ein ziemlich kleinen Stummelschwanz. Also nicht, vielleicht rührt ja deine Wut daher. Keine Ahnung. Nur eine Vermutung. Nur eine kleine Vermutung. Ja, wenn wir denn schon mal dabei sind, dann holen wir den auch gleich.
Sein lieber Freund hat uns ja... Ach Gott, mal wieder. Mal sowas wieder, ja. Dann nehme ich lieber den Hieb einmal entgegen. Und lass mich einmal... Oh Gott. Oh, verdammt. Verdammt, stehst du im Regen. Bengel, du nervst. Du nervst unwahrscheinlich doll. Oh, Alter. Kollege, du haust echt doch ganz schön doll zu, also. Ne? Ist ja wirklich nicht von schlechten Eltern. Und den, das da hinten würde ich gerne haben. Aber natürlich müssen wir uns davor ihm hier stellen. Ah, das ist unglaublich spannend. Ah, ja. Mach du mal deinen Scheiß. Ach, zwei Hiebe mit der... In Ordnung zu wissen. Falls wir uns denn doch mal wieder verschätzen sollten. Wir haben ja gesehen, dass die Lava uns ziemlich schnell töten kann. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Au, 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 au. Ein bisschen knapp. Kleines bisschen. Doch schön, wenn ich hier endlich mal hochkommen würde. Hallo! Hallo! Hochkommen, bitte? Was soll das? Was soll das? Ich frag euch, was, nee. Ganz ehrlich, fick dich. Fick dich einfach von dein beschissenes Knie. Das ist lächerlich. Na gut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Aber, oder eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Nö. Das war's jetzt auch für heute für mich. Und dementsprechend sehen wir uns dann nächste Runde wieder, wenn es wieder heißt Koi Plays! Dark Souls.